So, wir suchen noch 6 Trolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir die unbedingt noch finden werden, tatsächlich. Sie hätten noch irgendwo einblenden können, die Ressourcen, wie viel man insgesamt hat. Das wäre noch ein bisschen hilfreich. Oh, Gold, Gold, Gold. Eigentlich der gleiche Boss wieder da ist oder ein anderer? Hm. So, wie viel Trolle noch? 4. Oh, wir sind wieder einen Plus versehen. Noch 2 Trolle. Eigentlich mal aufsammeln, ne? Das bringt mir ja Erfahrung, quasi. Die darf ich gar nicht liegen lassen. Nummer 9. Und Nummer 10. 1000 Gold, sehr gut. Ich werde euch noch den rechten Weg legen. Jetzt gehen wir zum Schiff zurück. Dann können wir das Ding aufleveln. Und mit etwas Glück finden wir auch noch die 4 restlichen Zombies. Eisenschädel, verflucht. Wo war denn der? Ich kann wieder nicht einfach aufgeben. War das nicht die Kiste oben rechts eventuell? Ich muss nur mal hingucken. Na, lass ihn laufen. Der ist ja schneller als wir. Frechheit. Nee, war es nicht. Verflucht. Ach egal, dann kack auf diesen letzten Schädel. Oh, ich hätte mir vielleicht mal merken sollen, wo das war.
Ach so. Aufbesserung. Ne, dann machen wir noch keine Blutopfergabe, weil... Ich glaube, wenn wir den aufbessern, dann kriegen wir mehr Punkte. Oh. So, kommt hier noch irgendwer? Nee. Komischerweise kommt hier noch einer plötzlich raus. Okay. Merkwürdig. Ich habe auch keine Idee, wenn da noch irgendwo ein ist, wie man die triggert. Drei Stück noch. Nö, verdammt. Ach, hier waren noch welche, ne? Wenigstens mal Gold bekommen. So. War hier noch irgendwas? Dann ab zum Schiff. Können wir jetzt hier abkürzen oder ist wieder versperrt? Nö, sehr gut. Hallo? Nein. So, dann wollen wir das Ding mal aufleveln. Oh, nice. 60.000 Gold. Jo, okay. Ja. Mit Gesundheit kamen wir eigentlich ganz klar bisher, oder? Zwei Gabenpunkte. Na gut, dann gucken wir mal wieder. Was wir vielleicht verkaufen. Morgenstern macht zwar gut Damage. Oh, Stufe 9. Im Prinzip kann ich unsere ganzen anderen Waffen jetzt verkaufen, glaube ich. Schön, euch zu sehen. Ach, falscher Typ. Was kann ich für euch tun? Schön, euch zu sehen. So, was sagt unser Inventar? Viel zu viel, ey. Die Frage ist, was mache ich mit diesem ganzen Kram? Brauche ich das für den Runentypen? Kann ich dem das verkaufen? Eventuell kommt noch später jemand, der das für euch haben will. Welche Runen habt ihr mir heute mitgebracht?
Ups. Skull 2, weiß ich, was Skull 2 ist. Mist. Na gut, dann müssen wir jetzt mit der Hauptquest weitermachen. So, diese eiserne Faust, diese schmutzigen Janung gruben im Sumpf herum. Nur sich selbst und ihr kostbares Eisen im Sinn bieten sie ihre Hilfe an, wenn wir angegriffen werden. Bei Hill tun sie es. Lass uns sehen, wie sie sich fühlen, wenn ihr eigenes Dorf angegriffen wird. Das Sumpfland hatte bei den Janung eine lange Zeit für großen Wohlstand gesorgt. Durch das Sumpfeisen, das unter dem Faulschlamm gedieh. Doch sie wurden selbstgefällig, in dem Glauben, dass ihr Pakt mit der Sumpfhexe sie vor jeder Gefahr beschützen würde. Jedoch hatten die Ulfung andere Pläne. Dann wissen wir ja schon, wer der Endgegner hier ist. Eine Sumpfhexe. So, Flaggen 10, Schild melden. Das sind wahrscheinlich wieder Gegner. Und Schädel, wie immer. Holz, 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 Holz. So, mal gucken kurz. Ja, regeneriert sich. Cool. Oh, dieser Gestank. Ich fürchte, er allein wird mich schon dahin raffen. Stirb, bin die Wolfungs. Okay, unterscheiden kann ich die jetzt nicht von den anderen. Ja, wie ich diese Blockfuzis hasse. So, da haben wir eine Flagge. Da kommt der. So, bevor wir jetzt hier oben weiter rennen, wir kommen da eh wieder raus. Dein Fell ist schäbig, Ulfung. Oh,
So, und dann machen wir an dieser Stelle wieder ein Folgenpäuschen. Spitzbedanke mich. Bis dann.